Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Es ist jetzt kurz nach sechs. Wir sind schon ungefähr seit 2 Stunden wach. Weil wir gestern, ich war so fix und fertig. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Es wird wirklich anstrengend zu fliegen mit der Babykugel. Ich habe mich versucht, die ganze Zeit zu bewegen und aufzustehen und meine Füße zu zertreten. Ja, aber im Vertreten. Zertreten. Aber im Flieger ist halt ein bisschen eingeschränkt. Da kannst du jetzt keine Sprints hinlegen oder so. Und ich habe es einfach gestern gemerkt, dass ich fix und fertig war. Wie so ein kleines Kind, das den ganzen Tag im Garten spielt und am Ende so ka mega kaputt einfach ins Bett fliegt. Ja, und wir sind dann gestern einfach ins Bett gegangen. 10 Uhr, also Ja, hier war 10 es Uhr, wir haben 10 uns nur Uhr. kurz eine Pizzaschnitte von draußen geholt, die hat irgendwie sein müssen. Dann ins Bett. Und jetzt sind wir schon wach seit um 5 Uhr in der Früh und freuen uns jetzt auf jeden Fall, New York zu sehen. Gestern einfach gar nichts gesehen. Einfach wirklich nur ins Hotel reingelaufen, ins Bett, zack, boom, ciao. Vorbei. Ja, Vor allem durch die ganzen Farben da sind jetzt. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Frühstücksrestaurant. Dachte, wir gehen das Ganze jetzt mal zu Fuß an, schauen ein bisschen rum. Ja. Und ja. Wie das alles hier ausschaut, ey. Einfach nur geil. Ja, schau mal, hier finden wir bestimmt irgendwas zum Ja, da Frühstück. vorne, geradeaus geht's auch zum Feinste. Das gibt es jetzt zum Frühstück, ne? Rührei mit Schinken und Käse. Domi hat noch einen Bagel. Kaffee, frisch gepresster Orangensaft, Früchte und noch ein Granola. So, ich konnte mich nämlich nicht entscheiden. Und es gibt hier so viele leckere Sachen. Ich glaube, wir werden dick in New York, Schatz. Wir müssen unbedingt Sport machen. Kriegen wir hin. Baby, bist du satt geworden? Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe gerade eine grandiose Idee gehabt. Und zwar gehen wir jetzt hier rein und kaufen der Kleinen ein Kuscheltier. Ich glaube, wir machen hier Shopping für unsere Prinzessin. Oh, das kann gefährlich enden. Hier so eine riesen Auswahl. Aber die große oder die kleinere? Es gibt auch kleinere davon. Ich finde eigentlich die große ganz cool. Gleich meine beste Freundin hier. Die ist ein größer wie unser Baby. Oh mein, eigentlich ist die süß. Welche ist süßer? Die da. Kriegen wir die in unseren Koffer? Ja, das ist nicht das Problem. Boah, Schatz, dann will ich aber den. Schatz! Doch, dann will ich den. Für was? Der liegt nur da herum. Der passt nicht mal ins große Kinderzimmer. Das ist meiner. Schatz, hast du gehört? Der passt nicht mal in unser. Mein bester Freund. Der passt nicht mal in unser Kinderzimmer, in unser rosanes. Dann will ich Rafiki. Schatz, das ist erstens ganz kurz. Eins würde ich sagen. Schatz, das ist kein Kuscheltier. Schatz, hör mir mal zu. Schatz, hallo, hör mir mal zu. Hilfe! Wir müssen das ganze Königreich helfen. Jetzt guckt mal nochmal nach. Warum heißt Dominik auf Instagram Black Lion? Der hat einfach einen Schaden. Hallo, ganz kurz, oh, Schatz. Schatz, den ich will dir mal komm ganz mal kurz was zwei sagen. zum Preis von einem. Schatz, ich will dir mal Wäre kurz es ja was blöd, sagen. wenn du das nicht machst. Ja, sag. Lass mir doch was sagen. Ich wollte sagen, dass. Ich wollte sagen. Miau.
dass wir keine Kuscheltiere für uns kaufen. Miau. Sondern für die Kleine. Und das ist für die Kleine was. Das ist nett. So. Er hat so einen Schaden, Leute. Schaut dir mal an. Das darf ich mitnehmen. Da? Tja, den hätte ich erlaubt. Schatz. Hallo, Baby. Schatz, du brauchst jetzt dickig sein. Hallo. Hallo, Baby. Baby. Hallo. Also bleib jetzt mal kurz stehen. Nein, ich rede heute nicht mehr mit dir. Komm, ich wisch dir die Tränen ab. Komm. Ratzen aus meiner Hand. Komm, Baby. Nein. So, wir gehen jetzt nach Hause. Also, ich hab alle, Schatz. Nein! Schatz! Pass auf, dass du es abhebst. Wir haben gerade mitbekommen, dass es ein zweites Geschoss hier gibt mit einem riesigen Schloss. Und da gehen wir jetzt hochgucken. Hey, weißt du, wenn die Große schätzt, dass sie hier, wenn wir hier nach Amerika gehen, die gibt hier die ganze Kollektion von allen Tütü-Kleider. Schaut das mal an. Hey, das wäre doch ein Traum gewesen. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Übrigens, er hat die Löwen zurückgelegt. Die Frau setzt sich halt dann doch immer durch. Was leid hier? Guck, und schon hat er sich angefreundet mit der Minimaus. Boah, jetzt bin ich gespannt. Das will ich haben. Das ziehe ich auch an. Sorry? Do you have this in a bigger size for him? Too bad. Okay, ich hab's versucht, Just. Tut mir leid. Oh mein Gott, Scheiße. Oh mein Gott. Wie zum Autofahren. Schatz. Zum Autofahren. Wenn die Autofahren. Schau mal die Schuhe an. Und die Rassel. Oh, schau mal die Rasse, das ist zum Autofahren, Schatz. Zum Autofahren. Schau mal. Zum Autofahren. Letzter. Oh mein Gott. Mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, Schatz. Schatz, ich flippe hier gleich aus. Ich flippe hier gleich aus. Leute, ich flippe hier gleich aus. Schaut das mal an, bitte. Schau mal ganz kurz jetzt über die. Guck mal, es gibt jedes Kleidchen. Help me. Schau mal. Wir können aus unserer kleinen eigene Minimaus machen. Bitte, nein, Schatz. Nein, ich schwöre. Nein, ich übertreibe nicht. Nein, hier, sowas ist hier. Schatz, ich übertreibe. Oh mein Gott. Ich schwöre, Schatz, ich schwöre, die braucht sowas. Ich auf alles, ey, wirklich. Bitte, komm, dann können wir sie auch in Minimaus anziehen. Mit Minimaus? 0 bis 3 Monate. Schatz, schau mal, bitte, wie geil ist das? Wie geil ist das einfach? Oh, schau mal den Schlafanzug an. Das ist süß. Das ist mal, guck mal, da geht's jetzt noch größer. And you know where the lockers are, right? And there's that door lock for the AV room. Jetzt mal Spaß beiseite. Warum mache ich das eigentlich mit? Schatz! Baby, ich muss. Schatz, nein! Hilfe! Hilfe! Überall rosa. Schau dir das mal an. Schatz! Schatz, ganz kurz. Komm mit, das ist Cinderella-Schloss. Komm. Hilfe. Nein. Da kommt das kleine Kind wieder aus hier raus. No, no, nothing is okay. Way too much. So, seid ihr bereit? Hier kommen wir jetzt.
Seid ihr bereit? Das Schloss, das Prinzessin ein Schloss. Noch mehr Kleider, Baby! Ja. Schatz, warte mal ab, bis unsere Kleine groß ist. Ja, yeah, die läuft drauf rum wie bei Alice im Wunderland. Germany, Munich. Oh, willkommen. Perfekt. Guten Morgen. You're told to take cases 7928. Mit Kreditkarte, Baby. Also, wir haben eingekauft. Mega happy. Und ich glaube, das ist nicht das erste und das letzte, was wir jetzt in New York für die Kleine gekauft haben. Es war so schön hier. Oh. Da werde ich gleich wieder gerne zum Kind. Bibi, du kannst mit ihr mit der Minimaus spielen. Das ist nicht das Gleiche, das ist eine Maus und kein Baby. Hallo, du bist beim Baby. Hallo. 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 Ich weiß schon, wie krass die Krogel ist, ey. Ey, ich platze. Hol mal nochmal die andere Tüte hoch. Ich habe die Kamera zu spät angemacht. Ungefähr eine halbe Stunde. Ich bin so fix und fertig vom Shoppen. Und wir gucken gerade auch nochmal an, was wir so alles eingekauft haben. So, die ist auf jeden Fall mit dabei. Sie hat es geschafft. Hallo, meine Lieben. Es ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah Time. Ja, ich habe es vergessen am Anfang vom Video. Sorry. Weil ich dachte nicht, dass ich ein YouTube-Video drehe. Schätze, auf mich zu schlagen hier. Jetzt habe ich hier Beweise. Ja. Und wir gucken hier jetzt nochmal alles durch und dann werden wir ein bisschen relaxen und chillen und am Abend vielleicht nochmal ein bisschen rausgehen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, es war sehr unterhaltsam. Also wir haben übelst viel lachen müssen beim Cutten gerade schon. Ich und nicht. Ich aber. Ich habe ja. Einfach mal einen Scheiß. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Zwei Daumen. Und dann sehen wir uns wieder die Tage. Vielleicht nochmal aus New York, wenn es wieder so weit ist. Sarah Time. One.